Ich möchte fliegen. Im Cockpit abheben. Die Hälfte von euch habe ich wahrscheinlich direkt schon wieder vergrault. Die andere Hälfte sucht ganz verzweifelt den Button zum Überspringen. Ich denke mal, die meisten von euch wissen sofort, worauf ich hinaus möchte. Vor wahrscheinlich so ziemlich jedem Video hier auf diesem Kanal und vor wahrscheinlich auch jedem anderen Video, das ihr euch zum aktuellen Zeitpunkt zum Thema Flugzeuge anguckt. Wahrscheinlich sogar vor Videos, die gar nichts mit dem Thema Flugzeuge zu tun haben oder mit der Luftfahrt. Einfach nur, weil Google erkannt hat, dass ihr in die Zielgruppe passt. Und am besten auch noch vor diesem Video hier jetzt. Gefühlt läuft überall die aktuelle Werbung der European Flight Academy. Und ganz ehrlich, ich weiß, der ein oder andere von euch ist vielleicht doch durchaus ein bisschen genervt von dieser Werbung, weil er vielleicht doch etwas mehr Zeit auf YouTube verbringt und deswegen auch durchaus etwas mehr Zeit mit dieser Werbung verbracht hat. Aber es ist trotzdem gut, dass es diese Werbung gibt. Denn sie zeigt uns, dass diese Flugschule, die European Flight Academy, noch eine ganze Menge Kapazitäten hat, um weitere Leute ins Cockpit zu bringen. Und auf diese Kapazitäten haben sehr, sehr viele Personen wirklich lange gewartet. Deswegen, aus aktuellem Anlass, sprechen wir heute mal ein bisschen über die European Flight Academy, warum die gerade so wahnsinnig viel Werbung machen und was ich über die ganze Sache denke. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ja, spätestens jetzt kann man das wohl wirklich nicht mehr als Übergangsphase bezeichnen, was da zum aktuellen Zeitpunkt mit der Lufthansa Group Ausbildung bezogen auf die Ab Initio Ausbildung der Lufthansa Group, was da gerade passiert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man uns zum Beispiel eben jetzt gerade durch sehr viel Werbung auch auf genau das aufmerksam machen möchte. Aus der European Flight Academy und ihrem Angebot ist mittlerweile eine wirklich runde Sache geworden und ein völlig Außenstehender, so wie auch ich das bin, sieht das am besten am veränderten Internetauftritt der Flugschule. Dass die Lufthansa als Gruppe die jeweiligen Ausbildungsprogramme ihrer Fluggesellschaften unter einem Dach zusammenfassen möchte, das ist ja jetzt schon wirklich lange nichts Neues mehr. Und das wurde von potenziellen Flugschülern meist mit einem fröhlichen und einem weinenden Auge betrachtet. Denn diese hochgelobte, einzig wahre Lufthansa-Ausbildung, die schien jetzt mit der Entscheidung zur European Flight Academy endgültig Geschichte zu sein. Der Weg ins wirkliche Lufthansa-Cockpit, also in das Cockpit eines Flugzeuges, auf dem draußen auch wirklich Lufthansa draufsteht, das schien jetzt für zum Beispiel eben einen Abiturienten, der gerade eben erst von der Schule gekommen ist, aber den Traum des Pilotenberufs schon etwas länger mit sich rumschleppt, genau für solche Leute schien das jetzt verbaut worden zu sein. Verbaut vom Unternehmen selbst. Stattdessen wolle man einen jetzt über eine wirklich teure Ausbildung zu schlechten Konditionen in eine Lufthansa-Billigtochter schaffen. Und das war lange Zeit die Argumentation und die Sicht auf die Dinge. Wirklich viele Gegenstimmen gab es dort zu Anfang auch nicht. Die einzigen Gegenstimmen, die es gab, die bezogen sich dann aber auch nur darauf, dass es jetzt überhaupt endlich mal weiterging. Die European Flight Academy stand zu dieser Zeit wirklich unter keinem guten Stern. Und ganz ehrlich, es war auch nachvollziehbar, denn die Lufthansa als größte deutsche Fluggesellschaft hat sich in dieser Zeit gerade über und durch die Medien keine Pluspunkte in der Bevölkerung gesammelt. 14 Streikrunden waren sehr, sehr lange das Thema bei der Lufthansa und das Verständnis der Passagiere ging nachvollziehbarerweise gegen Null und auch das Verständnis sowie das Interesse der Luftfahrtbegeisterten, die für eine 100.000 Euro Ausbildung dann doch irgendwo in Frage gekommen wären, das ging ebenfalls gegen Null. Das Paket, was die European Flight Academy zu diesem Zeitpunkt angeboten hat, das war wirklich nichts Halbes und nichts Ganzes. Das gar nicht unbedingt, weil man etwas Schlechtes von der Schule dachte oder weil man das Gefühl hatte, dass diese Schule so viel schlechter ist als das, was es damals bei der Lufthansa gab, sondern vielmehr, weil diese ganze Thematik rund um Ab Initio Ausbildung in der Lufthansa Group, das steckte so dermaßen im Chaos, dass man gar nicht wusste, wie man jetzt halbwegs sicher den Weg in ein Airliner-Cockpit finden soll. Also da an dieser Stelle schon mal sehr, sehr großen Respekt an die Leute, die sich trotzdem zu dieser Zeit dafür entschieden haben, eine freie ATPL-Ausbildung zu beginnen oder aber sich dann in einen EFA-Kurs gesetzt haben. Meiner Meinung nach kann man über das, was man dort zu diesem Zeitpunkt bekommen konnte, da kann man wirklich drüber diskutieren. Und das fing schon an bei der Art und Weise, wie man sich Informationen zu der Flugschule und zu der Zukunft nach der Flugschule raussuchen musste und wie es dann weiterging darüber, dass man von den potenziellen Flugschülern quasi erwartet, dass sie sich Hals über Kopf in eine Sache hineinstürzen, die wirklich viel Geld kostet und die wirklich kein vertrauenserweckendes Ende hat. Das war schon kein richtig attraktives Angebot. Und das hat man dann auch daran gesehen, dass der EFA, der European Flight Academy, tatsächlich die Leute gefehlt haben. Es fehlten die Schüler. Es fehlten eben genau die Leute, die sich ganz bewusst für diese Schule entscheiden wollen, ganz bewusst das Auswahlverfahren bestehen wollen und in dieser Lufthansa Group über die European Flight Academy Pilot werden wollen. Das merkte aber auch die European Flight Academy selbstverständlich nach kurzer Zeit und deswegen hat man den ganzen Laden nochmal umgekrempelt. Und das, was heute daraus geworden ist,
das ist dann schon wieder eine ganz, ganz andere Geschichte. Die European Flight Academy ist zum aktuellen Zeitpunkt für einen Außenstehenden, der sich das jetzt anguckt, sehr, sehr viel eigenständiger geworden. Und es ist eben nicht mehr das halbtote Überbleibsel einer damals ganz, ganz tollen Lufthansa-Ausbildung, sondern es ist jetzt ein vollwertiger Ersatz mit entsprechenden Zusatzfunktionen. Die Lufthansa Group hat ganz offensichtlich für das Projekt European Flight Academy wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen und das in die Flugschule investiert. Das an Stellen, die für jeden offensichtlich sind, zum Beispiel in eine neue Schulungsflotte. Die müsste jetzt aus knapp 30 neuen Flugzeugen bestehen, zum Beispiel vom Typ Cirrus SR20, ein hochmodernes, leistungsfähiges, einmotoriges Flugzeug. Ein Flugzeug, das zum aktuellen Zeitpunkt somit das beliebteste in der allgemeinen Luftfahrt sein dürfte und das auf der ganzen Welt, ausgestattet mit einem Glascockpit, genauso wie auch die neue zweimotorige Diamond DR42, ein ähnlich modernes Flugzeug. Dazu sehen wir es an gefühlt unendlich vielen Werbekampagnen, die die Lufthansa Group zum Beispiel auf ihren eigenen Social Media Kanälen weitervertreibt oder halt eben hier als YouTube-Werbung. Und was da in diesen Werbekampagnen rüberkommen soll, das ist mittlerweile auch völlig klar geworden. Es ist die European Flight Academy, die jungen Leuten den Traum vom Fliegen erfüllen kann. So, und die European Flight Academy als mehr oder weniger eigenständige Flugschule und als die Flugschule der gesamten Lufthansa Group. Das hat man mittlerweile, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Was ich aber am interessantesten und auch beeindruckendsten finde, ist der neue Internetauftritt der Flugschule. Kommt ihr jetzt auf die Internetseite der Schule, dann findet ihr erst einmal einen mehr oder weniger allgemeinen Überblick zur European Flight Academy. So nach dem Motto, ja, schaut mal, was ihr hier alles machen könnt. Aber das wirklich Wichtige daran ist, dass ihr jetzt von Anfang an sehen könnt, für welche Fluggesellschaft der Lufthansa Group die Ausbildung bei der European Flight Academy der Schlüssel ins Cockpit sein kann. Die Betonung liegt dabei auf jeden Fall auf dem Wort kann. Denn der jeweilige Weg ins Cockpit einer bestimmten Fluggesellschaft der Lufthansa Group, der weist hier und da nun mal gewisse Unterschiede auf. Und das ist jetzt hier viel besser nachvollziehbar, als es vorher war. Heißt, ihr klickt euch quasi persönlich auf dieser Internetseite, weil ihr jetzt ganz einfach von Anfang an eine Fluggesellschaft quasi auswählen könnt. Ihr klickt euch jetzt den für euch persönlich passenden Weg zusammen. Erst einmal passiert, je nachdem welche Fluggesellschaft ihr auswählt, erst einmal passiert da nicht viel mehr, als dass sich die Farbe der Elemente auf der Website ändern. Aber in den Details verstecken sich dann eben die für euch wichtigen Informationen und die wichtigen Differenzen zwischen den jeweiligen Ausbildungswegen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass diese Internetseite jetzt nicht mehr wie eine Art Werbeplakat für die European Flight Academy funktioniert, sondern dass ihr diese Internetseite jetzt quasi als Tool nutzen könnt, um den für euch persönlich passenden Weg zusammenzubasteln. Heißt, ein Tool in dem Sinne, dass ihr euch den Weg so zusammenbasteln könnt, wie er für euch passt, aufgrund eures Wohnortes, aufgrund eurer Vorlieben oder wie auch immer, zu welcher Fluggesellschaft ihr wollt, ist ja auch völlig egal. Es gibt nun mal Unterschiede zwischen einer Swiss-Ausbildung und einer Austrian Airlines-Ausbildung und diese werden jetzt völlig klar auf dieser Internetseite aufgezeigt. Ihr könnt euch das vernünftig nach einem einheitlichen Schema so zusammenstellen, dass es für euch auch logisch nachvollziehbar ist und dass ihr ganz klar erkennen könnt, welche Vorteile welche Ausbildung für euch bieten kann und welche eben nicht. Das wird dann zum Beispiel gerade beim Thema Finanzierung sehr, sehr interessant, denn es gibt nun mal Unterschiede zwischen den jeweiligen Fluggesellschaften. So eine Ausbildung ist sehr, sehr teuer, aber sie kostet bei der einen Fluggesellschaft nun mal ein anderes Geld als bei der anderen Fluggesellschaft. Und ihr bekommt jetzt die Möglichkeiten, die ihr habt, völlig klar nach einem einheitlichen Prinzip aufgezeigt. Das jetzt aber natürlich bitte nicht falsch verstehen. Es bleibt die Lufthansa Group Ausbildung bei der European Flight Academy und die größten Unterschiede zwischen den jeweiligen Fluggesellschaften, die bestehen erst einmal darin, ob ihr euch für eine MPL-Ausbildung oder eben für eine ATPL-Ausbildung entscheidet. Und ganz wichtig dazu zu sagen ist auch, dass nur weil man jetzt auf die Lufthansa geklickt hat am Anfang, es heißt nicht, dass einen diese Ausbildung, diese MPL-Ausbildung auch wirklich in ein wahres Lufthansa-Cockpit führt. Sie kann aber dahin führen. Das ist ein wichtiger Unterschied, den man auf jeden Fall bedenken muss, wenn man sich ganz bewusst für diese MPL-Ausbildung entscheidet. Aber das wird mittlerweile auch völlig klar kommuniziert. Nichtsdestotrotz kann man für die aktuelle Aufmachung und für das aktuelle Auftreten ganz allgemein der European Flight Academy durchaus mal ein paar lobende Worte finden. Und wenn man sich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt gerade für das Thema Luftfahrt, für das Thema Pilot werden und für das Thema Pilotenausbildung interessiert, dann kann man sich das durchaus mal anschauen, was es auf dieser Internetseite zu sehen gibt. Jetzt gerade gibt es da sogar noch diesen sogenannten Sign-On-Bonus, gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr so lange, möchte ich aber auch nicht so wirklich viel zu sagen, sonst klingt das hier schon sehr nach Werbung und das ist es natürlich nicht. Mein gut gemeinter Tipp dazu ist nur, lest euch da auf jeden Fall das Kleingedruckte durch. Mit anderen Worten heißt das, es gibt Bedingungen, die man erfüllen muss, damit das auch wirklich so dann funktionieren kann, wie das in der Werbung immer beschrieben wird. Aber das kann für den einen oder anderen dann durchaus interessant sein. So viel also erst einmal an einfachen Gedanken zur European Flight Academy, die übrigens jetzt vor ein paar Tagen ganz stolz verkünden konnte, dass sie im Jahr 2018 bereits 450 neue Flugschüler an ihrer Flugschule begrüßen konnte, was ein ziemlich beeindruckender Wert ist.
Die Lufthansa Group sucht nun mal zum aktuellen Zeitpunkt eine ganze Menge Piloten. Das sollte man als gute Nachricht auffassen. Allein die Lufthansa, und damit ist jetzt auch die wirkliche Lufthansa gemeint, möchte für 2019 120 Flugschüler an dieser European Flight Academy haben im MPL-Programm, die dann auch wirklich den Weg ins Lufthansa-Cockpit finden werden. Dafür wird zum aktuellen Zeitpunkt auch immer noch fleißig weiter gesucht und ausgewählt. Der Mangel an Flugschülern scheint aber damit zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr allzu drastisch zu sein, wenn man jetzt tatsächlich 450 Leute im Jahr 2018 gefunden hat. Sollte das jetzt aber so gut weitergehen, dann kann die European Flight Academy wahrscheinlich bald ihre volle Kapazität von bis zu 650 neuen Schülern pro Jahr wirklich dann ausschöpfen. Also, ist doch eine ganz interessante Sache. Ich denke mal, das ist auch eine Sache, die viele von euch sehr interessiert und für viele von euch sicherlich auch eine gewisse Möglichkeit darstellt. Und ich finde, das Ganze hat mittlerweile eine wirklich gute und auch wichtige Entwicklung in die richtige Richtung angenommen. Aber jetzt bin ich sehr gespannt auf eure Meinung zu diesem Thema. Schreibt gerne ein paar Kommentare dazu, freue ich mich sehr drüber. Schreibt gerne mal darüber, ob das für euch eine Möglichkeit wäre, ob das für euch interessant ist und aus welchen Gründen das für euch interessant ist oder eben nicht. Und dazu, falls ihr was Ausführlicheres schreiben wollt, könnt ihr gerne natürlich auch mal im Aeronews Germany Forum vorbeischauen. Da gibt es auch einen Bereich für die European Flight Academy. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich freue mich auf eure Kommentare und tschüss.